Hoi Kameraden und schön, dass ihr wieder eingeschaltet zu einer weiteren Folge U-Boat hier bei den Junkie Monkeys. Ich bin der Midway und wir sind immer noch tief unter der Meeresoberfläche. Wir sind gerade bei 100 Meter und spielen natürlich unser heißgeliebtes U-Boat. In der letzten Folge haben wir einen Konvoi getroffen, haben da zwei Schiffe rausgezogen und haben dann den Rückmarsch sind jetzt da gerade dabei, den Rückmarsch anzutreten, sage ich es einfach mal, weil wir unsere Mission jetzt erfüllt haben. Und weil ich natürlich schnellstmöglich, sage ich euch, in dem Zeitfenster, was ich noch habe in diesem Spiel, wir sind schon so lange auf See, laut Vorschriften der Kampagne, die Bereiche abschließen will, um diese Sonderregelung, diese Sondersachen, dieses Torpedoass, schneller Torpedoschütze, perfektes Torpedoland, dass ich diese Spezialitäten alle noch freischalte. Ja, wir sind gerade, wie gesagt, noch auf 100 Meter. Wir werden uns jetzt erstmal einen Freiwilligen krallen. Das wird Opa Hans, der hat sowieso nichts zu tun. Der schaukelt sich den ganzen Tag die Eier. Dann werden wir die Tanks mal anblasen gleich mit Opa. Und werden uns dann genüsslich Richtung Heimweg machen. Und schauen, wie es weitergeht. So, einmal Tanks anblasen. Bestätigt. Hoffentlich reicht das doch. Wir haben nur noch 61% Druckluft in den Tanks. Wir müssten definitiv dran denken, wenn wir aufgetaucht sind, dass wir mal quasi zack, reißen Kompass ein. Läuft der jetzt? Ja. Dass wir dann quasi mal Druckluftgefäße auffüllen, weil sonst haben wir bald ein ganz tiefsinniges Problem, ne? Weil ohne Druckluft kommen wir nicht hoch. Weiß jeder von euch. Ansonsten, Torpedostatus gut. Wir hätten bei dem Konvoi noch ein bisschen was rausziehen können. 4 Aale habe ich noch. Wir sind noch nicht komplett leer geschossen. Deckgeschützmunition habe ich auch noch. Aber, wie gesagt, wir haben die Zeit im Nacken. Da wir ja so viel wie möglich von der Kampagne spielen wollen, müssten wir jetzt leider den Rückmarsch antreten. Da ja auch mittlerweile die Landurlaubszeiten und alles so extrem hochgezogen wurden in dem Spiel, ist das halt leider so. Okay, was gibt's heute zum Mittag? Kai isst wieder Bohnensuppe, ist nichts Neues. In der Küche haben wir heute Peters. Läuft, Dieselmotoren sind gerade noch still. Wir sind an den E-Motoren im Gange. Und jetzt macht er gerade ein Autosave. Mal gucken, was er jetzt hat. Meistens, wenn er ein Autosave hat, geht irgendwas in die Hose oder hat irgendwas entdeckt. So, Maya und Lorenz sind an den E-Motoren. Druckluft ist natürlich äußerst knapp, aber anscheinend kommen wir doch noch hoch. Gerade so, mit Hängen und Würgen. So, zack. Auf Dieselmotoren wechseln und bitte gleich einer die Dieselkompression anschalten. Opa übernimmt die Brückenwache. Und Pershing. Komm mal raus aus dem Bett, du volle Kartoffel. Du gehst jetzt an die Dieselmotoren, wir wollen AK Richtung Heimat. So, und sobald wir die nächsten Kampagnen alle abgeschlossen haben, also die Level der Kampagnen, dann gibt es auch erst wieder Landurlaub für euch, ihr faulen Säcke. So. Oh, eingehende Nachricht von U1001. Da werden wir gleich mal rangehen. Mal gucken, was die haben. Bestimmt haben die irgendwas Interessantes entdeckt für uns. Jawohl, Herr Kaller. So, schauen wir doch mal. Schotten können wir öffnen. Simon, geh mal bitte ans Funkgerät. Herr Kaloy. So, was gibt's denn da Feines? Empfang der Nachricht von U1001. Okay, Konvoi in Sicht. Gucken wir mal auf der Kommandokarte, wo der ist. Eigentlich wollte ich da nicht mehr ran, Herr Kaloy. Aber eventuell. Wo hat er den denn entdeckt? Ach ja, das ist da oben. Das ist da, wo wir gerade dran waren. Wo wir rumgespielt haben. Erstmal Funktelegramme jetzt verschicken. Wir müssen ja auch täglich Meldungen machen am BDU, wo wir sind, was wir sind und was wir so treiben und was es heute zu essen gab, auf gut Deutsch gesagt. Und dann fahren wir jetzt gleich Richtung Heimat. Es dauert aber auch wieder mit den Nachrichten. So viele sind das doch gar nicht. Na gut, 5 Stück, das ist schon ordentlich, ne? So, Forschung ist immer noch im Gange. 13 Tage fürs Hydrophon. Okay, Nachrichten sind verschickt. Und Abfahrt. Wir machen uns auf den Heimweg. Locker und flockig. Kraftstoff noch 40%.
Für die Wegstrecke passt das. Und dann könnten wir jetzt mal ein bisschen beschleunigen hier. So. Dass wir mal schnellstmöglich wieder nach Hause kommen jetzt, ne? Zeit für eine Pause. Boah, einmal mal Schichtwechsel machen. Jawohl. Die Brücke muss bewacht sein. Okay, läuft. Es läuft soweit ganz gut. Vielleicht haben wir Zeit auch für mal eine Glück, dass wir mal Pause. tagsüber in den Hafen reinfahren und nicht immer wieder so eine Nacht- und Melde mich zum Nebelaktion, Dienst. weil wieder immer irgendwo Nebel ist. Das ist immer so eine Katastrophe hier. Ne? So. Zu Befehl. Schichtwechsel. Im Dienst. Pushing an die Dieselmotoren. Und dann fahren wir jetzt locker flockig rein hier. Legen Sie den Kurs an. In die Nordsee. So. Sichtkontakt. Ist wahrscheinlich ein U-Boot oder ein Transporter. Ist ein U-Boot. Wen haben wir denn hier? Deutsches U-Boot. Keine Bedrohung. Jawohl. So, und weiter. So. 1:21 Uhr, 1:50 Uhr schon mittlerweile, aber wir schaffen es. Rauch am Horizont, Transportschiff der deutschen Handelsmarine, sage ich doch. Was haben wir denn hier? Wer weiß, wo der hin will? Hoffentlich nicht in unseren Weg. So, jetzt kommen wir in den Kurs Ladebereich. auf diese Koordinaten setzen. So. Okay, wir gehen jetzt mal auf kleine Fahrt. Er lädt nämlich gerade noch die Umgebung. Wir haben 3:48 Uhr. Die Sonne ist schon aufgegangen. Gut, wir sind in den Sommermonaten jetzt drinne. Dann könnten wir uns nicht beschweren. So. Was ist los hier? Hallo Spiel? Ah, jetzt. Ich dachte gerade, er hat sich aufgeknüpft. Aber hat er nicht. Da ist der Hafen. Sehr gut. Ja, die Hafenladeprozesse, muss ich ehrlich sagen, vom Entwickler aus, da müssen die Kurs noch auf mal ran. diese Das ist Koordinaten immer setzen. eine Katastrophe. Sondergleichen hier. Ne? Kurs auf diese Koordinaten setzen. So. Kurs setzen. Und rein in die Bucht. Könnten wir doch gleich nochmal AK Schneller, fahren in dem schneller! Bereich, damit wir ein bisschen flotter vorankommen hier. So. Jetzt gehen wir auf kleine Fahrt. Und da sehen wir schön Wilhelmshaven. Schöne Aufnahme. Von unten kommt das U-Boot rein. Das halten wir mal auf dem Foto fest. Und noch eins in dem Winkel. So, okay. Dann Hackengas. Rein ins Kallok. Schleusen öffnen sich auch gleich. Dann läuft das doch ganz gut. So. Perfekt.
Kurs auf diese Koordinaten setzen. So, Autosave, wir haben angedockt. Angelegt, angedockt. Wie man es möchte, andocken tut man, glaube ich, nur im Weltraum. Wir legen an. Und werden dann jetzt gleich erstmal die Kommandokarte verlassen. So, 4.13 Uhr, deutsche Zeit, 18. Mai 1940. Wir sind wieder zurück. Operation abgeben. Und dann mal schauen. So. Für mich reicht es leider nicht für die nächste Auszeichnung. Ansonsten gibt es nicht viel zu holen hier anscheinend. Okay. Teil der Kampagne fortgeschritten. Unternehmen Weserübung. 2 von 3. Sehr gut. Okay, das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Okay. Wir haben einen neuen Befehlshaber dazu gekriegt. Alfred Paul. Pauland. Pauland. Okay. Nicht schlecht. Den gucken wir uns gleich mal an, was der so kann. Das würde mich ja mal interessieren. Da müssten wir, glaube ich, mal zum Rekrutierungsoffizier erstmal. Besatzungsmitglieder verwalten. Und dann schauen wir uns den mal an. Wo ist denn der Kollege? Da. Was hat denn der für Fähigkeiten? Was kann denn der? Taugt der was? Stufe 1. Naja. Ist jetzt nicht so der Held. Sag mal so. Wenn wir den nicht hätten, bräuchten wir den eigentlich nicht, ne? Was hat denn der für Kenntnisse? Englischsprachig. Ist jetzt nicht so, dass ich den jetzt unbedingt brauche, um hier irgendwie im Leben weiterzukommen. Naja. Okay. Ist halt so. Man kann nicht alles haben im Leben. Besatzungsmitglieder technisch ist noch alles in Ordnung. Wir haben keine Verluste auf dieser Feindfahrt eingefahren. Und dann würde ich sagen, wir gehen erstmal ganz flott zum leitenden Offizier und holen uns gleich die nächste Patrouille weg, damit wir hier vorankommen mit der Kampagne. Das ist erstmal das Wichtigste. So, neue Befehle vom Oberkommando. Dies sind die heutigen Aufträge vom BDU. Streng geheim. Das ist immer alles streng geheim hier. So, wir hätten da noch den Tonnagekrieg, den müssen wir abschließen. Und Unternehmen Weserübung, was haben wir da? Da ist wieder eine Konvoibegleitung. Also gehen wir auf den Tonnagekrieg. Was haben wir hier? Weserübung, hier ist noch was. Das ist die gleiche Mission wie eben gerade nochmal, komischerweise. Aber wir gehen jetzt auf Tonnagekrieg. Wir wollen jetzt den Tonnagekrieg abschließen. Das wäre für mich wichtig, dass wir den abschließen. Gibt es noch andere Maps, Missionen im Tonnagekrieg? Nein. Gut, Minen erlegen in Keldiv müssen wir auch noch. Da haben wir aber noch Zeit. Das läuft noch bis zum... Wenn ich das richtig sehe, läuft das noch bis zum 20. glaube ich. Bis zum 1.41 läuft es noch. Also, Unternehmen Weserübung oder Tonnagekrieg? Wir machen jetzt die Weserübung fertig. Die unter? Warte mal, jetzt mal kurz, einmal kurz verlassen. Ich muss mal kurz gucken, wie lange die jetzt noch haben. Dies sind die heutigen vom BDU. So, schauen wir mal. Das ist jetzt der Tonnagekrieg. Bis 25. Juni 1940. So, und dann haben wir hier Bergung der Enigma. Das haben wir abgeschlossen. Kann ich mich hier in der Kommandokarte nicht bewegen? Das ist aber echt assi. Okay. Und dann hätten wir hier Weserübung. 10. Juni. Wir nehmen die Weserübung. Wir nehmen die Weserübung nochmal. Das sind zwei neue Missionen, sehe ich gerade, ne? Oder? Ja, na, ganz toll. Wir nehmen die. Wir nehmen die jetzt nochmal.
Ja. So machen wir das. Wir nehmen die Geschichte jetzt mit der Weserübung, mit den Planquadraten, damit wir das fertig kriegen. Okay, wie gesagt, in den Planquadraten kontrollieren, 7000 Bruttoregistertonnen versenken, das sollten wir hinkriegen. Wir laden jetzt erstmal unser Equipment wieder auf. Erstmal, ganz wichtig, Ausrüstung haben wir alles. Lebensmittel. Da packen wir mal ein bisschen Käse ein. Käse ist immer gut. Schinken ist immer gut. Obst ist sowieso auf meiner Seite. So, Munition fürs Deckgeschütz ist noch voll. Kraftstoff einmal auftanken. Torpedos einmal rüber mit den Aalen. Wir brauchen alle. Nehmen wir ein paar T2 mit der neuen Pistole mit, ein paar T1, so ein bisschen gemischt. So, Hecktorpedo. Da packen wir uns auch den rein. Gegenstände technisch. Das Wichtigste natürlich, wir brauchen Kaffee. Kaffee ist immer wichtig für uns, damit die alle bei Laune bleiben. So, auf Wiedersehen. 5 Tage sind wir außer Dienst und dann geht's los. Also sitzen wir die 5 Tage mal kurz aus hier. Sollte ja kein Problem sein. Und schon können wir wieder auslaufen. So, alle Mann sind einsatzbereit. Alle sind in Gefechtsposition. Ich würde sagen, auf in die Mission. Kleine Fahrt voraus. Alle Maschinen laufen. Diesel sind schon vorgeheizt. Auf geht's. So, gehen wir gleich auf die Kommandokarte und ziehen unseren Kurs dahin. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Und dann machen wir uns da auf den Weg hin, meine Freunde. In der Reihenfolge. Und an der Stelle werde ich euch jetzt noch verlassen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch noch oben da. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Das war Folge 100. Ich hoffe mit euch zusammen auf die nächsten 100 Folgen. Ich verabschiede mich. Sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.